Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken weiter FIFA 20. Wir orakeln ein wenig. Heute ist ja wieder DFB-Pokal und wir spielen Bayern gegen Hoffenheim. Und dann gucken wir mal. Ich habe die Schwierigkeit ein bisschen höher gestellt. Wir spielen jetzt auf Weltklasse. Das hatte ich vergessen, dass tatsächlich Weltklasse auch noch vorhanden ist. Oben steht's, oben links. Ich habe gedacht, da wäre direkt Legende, aber Weltklasse gibt's auch noch. Mal gucken, wie wir hier so abschneiden. Oh Gott. Schon mal nicht so gut. In diesen Trainingspassagen war ich noch nie so geil. Also Bayern München spielen wir in diesem Fall. Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. An den Mikrofonen sind heute, also wie gesagt, und das ist das Orakel zum DFB-Pokal. Nicht wundern, dass hier überall Bundesliga spielt und dass die Bundesliga sagen. Ich wüsste jetzt nicht, dass man das irgendwie einstellen kann. Vielleicht geht das irgendwo, aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, komm hoch. Ja, schöne Sache. Perisic. Und dann zu nah ans Tor geflankt. Mal gucken, wie wir hier das Ganze gerissen kriegen. Ich denke mal, dass die schon ein bisschen krasser sind. Aber da wir beim letzten Mal schon so hoch gewonnen haben, habe ich gedacht, wir stellen jetzt einfach mal vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher. Okay, das war dumm. Boah, okay, der war nicht so gut von denen. Also das hätten die besser ausspielen können. Bin gespannt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mit Dortmund tatsächlich 5-1 gewinnen. Nachdem Bremen tatsächlich auch 1-0 geführt hat. Shit. Shit. Nee, das war nicht gut. Okay, wie machen wir das denn jetzt hier? Steh wieder auf. Hol ihn dir rein. Ah, wieso holt er sich den Ball nicht? Er hat da irgendwie. Der Pass war nicht so doll und der Spieler ist auch mehr vom Ball weggelaufen als alles andere. Oh, den haben wir ganz schön weggenockt. Nee, gibt's nicht. Bro. Dieses Mal muss ich mich direkt am Anfang auch ein bisschen besser konzentrieren. Nicht, dass wir gleich wieder ein Gegentor fangen. Ah, shit. Meine Güte, du merkst einfach, wie krass die jetzt plötzlich deine Spieler auch zustellen. Nee. Oh, wie die sich... Wow, den habe ich schon drin gesehen, um ehrlich zu sein. Also die kombinieren sich auf einmal ganz anders hier durch. Vielleicht lag es tatsächlich an Bremen, dass die so schlecht abgeschnitten haben, weil die einfach nicht so gut sind. Und Dortmund halt so krass ist. Aber Bayern kann doch eigentlich auch ein bisschen was, oder nicht? Hier? Hier, komm, oben. Ah! Komm schon, rein damit. Nein, verdammt. Verdammt, das war nicht so brauchbar. Weg damit. Zurückpassen. Ah, da habe ich nicht damit gerechnet, dass er in die Richtung springt. Sonst hätten wir direkt zum anderen zurückpassen können müssen. Wow. Was war das denn? Da konnte ich jetzt nicht wirklich irgendwie was steuern. Also, den hat der Computer da in die Wolken geschossen. Na komm, drängel dich doch vorbei. Hol dir doch den Ball. Aber du merkst richtig, wie auf einmal... Ich hatte ja immer von diesem Sprung gesagt, von Halbprofi auf Profi, dass der so krass ist. Hier fühlt er sich so an, von Profi auf Weltklasse. Und Legende kommt da tatsächlich danach. Das ist, glaube ich, die letzte Stufe. Könnt mich gerne korrigieren, falls da noch irgendwas dahinter kommt, aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Boah. Boah. Wie die mich hier auszaubern. Boah, das ist... Boah. Da bleibt ihm der Ball kleben. Nein, das gibt's doch nicht. Boah. Ja. Die machen richtig hart Druck. Das ist krass. So kennt man Hoffenheim tatsächlich nicht. So, komm her jetzt hier. Drängel dich an ihm vorbei. Ja, ich würde ja sagen, erstmal weg mit dem Ball. Aber wenn da dann direkt noch so einer von denen rumdümpelt. Ich komme mir auch so vor, als wenn meine Spieler nicht so richtig vorwärts kommen. Als wenn die nicht so
so laufen, wie ich es gerne hätte. Hier mal ein bisschen in den Freiraum spielen. Das sollte er nicht machen. Den sollte er besser passen. Boah, den hat er. Das war auch nicht wirklich geplant. Oh, jetzt pfeift er noch. Also, komm. Kann schon verstehen, dass es eine Karte gibt, aber das hätte er jetzt auch nicht mehr pfeifen müssen. Also, ich finde, man muss den Vorteil halt auch irgendwann mal beenden und nicht ewig laufen lassen. So, Jungs, jetzt mal ein bisschen schneller. Lewandowski. Kimmich. Wie machen wir das denn jetzt hier am besten? Nein! Ach. Da sollte der Ball eigentlich zu einem anderen gehen, aber das ist hier alles gerade nicht so günstig. Boah, da haben wir uns zum ersten Mal so ein bisschen durchkombiniert. Das war der erste Angriff, der einigermaßen nach einem Angriff aussah. Und das war direkt zum Ende der ersten Hälfte. Also da bin ich skeptisch, ob wir das tatsächlich so beibehalten sollten. Weil wenn die Gegner mal ein bisschen krasser werden, wenn wir tatsächlich mal irgendwie mit Dortmund gegen Bayern spielen oder sowas, oder Bayern gegen Dortmund, dann hübt's richtig hart auf die Mütze, würde ich mal so behaupten. Pass auf die Außenbahn. Na? Schöne Sache. Und jetzt würde ich direkt über oben gehen. Naja, das funktioniert hier alles nicht so ganz, wie ich es gerne hätte. Los. Ah, was war das denn für ein Pass? Ja gut, ich muss mich da mal ein bisschen dran gewöhnen, dass ich mit den Spielern tatsächlich auch erstmal in die Richtung gucke. Aber da wollte ich halt schnell spielen. Nee. Das war nix. Wir nicht mal. Ah. Nee. Nee, das ist alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Wenn man bedenkt, und der Profi 5 Tore reingeballert. Und einen Schwierigkeitsgrad später haben wir hier ganz schön zu tun. So, also jetzt wäre es natürlich ein bisschen praktischer, wenn die mal laufen würden. Ich versuche mich jetzt einfach mal ganz locker flockig hier so. Genau das versuche ich. Ganz locker flockig den Ball einfach mal dem Gegner zu überlassen. Boah, wie die sich hier durchdödeln. So, jetzt versuchen wir nochmal aufzubauen, aber irgendwie meine rutschen so schlecht nach. Ich weiß, man kann irgendwie mit den Richtungstasten auch noch irgendwas einstellen, so Pressing oder sowas, aber das ist, damit kenne ich mich leider auch nicht aus. Boah. Nee, ey, wie die sich durchkombinieren hier. Ich wollte schon sagen, abseits. Thiago kommt jetzt erstmal für Goretzka. Ja, soll nochmal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Boateng. Wie machen wir das am besten? Ah, das ist alles nicht cool hier. Lauf doch mal ein bisschen mit, Jungs. Das machen die unter den anderen Schwierigkeitsgraden besser. Nee. Boah, das gibt's doch einfach nicht. Super Aktion. Mann, da waren wir endlich mal durch und dann haut er die Pille da irgendwie. Boah, der war gar nicht so schlecht. Also so langsam kriegen wir denn doch auch ein paar Chancen. Da merkt man vielleicht einfach, dass wir uns langsam warm spielen, beziehungsweise dass Bayern da auch einfach ein bisschen mehr die Ausdauer hat. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Oh, jetzt wollen die mich hier so ein bisschen kontern. Nicht gut. Gar nicht gut. Boah, guckt euch das mal an, wie die hier kombinieren. Natürlich haben wir jetzt hier auch mal ein bisschen Glück, aber die wären schon fast wieder durch gewesen. Nee, das ist alles nicht cool, wie die gerade sich hier alle bewegen. Oh nein. Oh ja. So. Jetzt würde ich hier doch tatsächlich. Lauf doch mal ein bisschen nach hinten oder sowas. Na, da sollte er. Er ist falsch gelaufen. So sollte er nicht laufen. So, hier. Und jetzt. Ah. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. Da denken sie auf dem letzten Meter doch ganz krass, denn auf einmal. Boah, ey, willst du mich rollen? Wie die auch genau vor der Grätsche denn stehen bleiben können, ne? Also, das ist tatsächlich schon irgendwie ein Unterschied. Rudi.
Und man darf nicht vergessen, in der 89., 90. Minute nachher, da gibt es dann auch ganz schnell mal einen Lucky Punch von denen. Nun Kalle Rabik. Das gibt's doch nicht. Könnte was werden. Die wissen genau, wie sie sich fallen lassen müssen. Noch alles ausgeglichen, nee. Aber die Bayern-Fans hoffen weiter auf den. Das ist, die laufen nicht so geil, wie ich es gerne hätte, meine Spieler jetzt. Da gewinnt er den Zweikampf. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir so ein bisschen durchkombinieren. Ah, Mann. Fast schon leichtfertig vergeben. Die Pässe habe ich auch schon mal besser gesehen, Jungs. Ja. Ja. Nein. Das gibt's doch nicht. Ich habe doch extra schnell auf Passe gedrückt, aber irgendwie. Die Bayern greifen nochmal an, um hier das Spiel doch noch zu gewinnen. Jungs, lauft doch mal ein bisschen so, dass ich es brauche. Wie ich es brauche. Meine Fresse, also da haben wir wirklich verbockt. So, jetzt kann man doch hier bestimmt irgendwie einstellen, dass wir weitermachen, oder? Klassisch. Ja, klassisch. Nix Golden Goal. Wir machen es klassisch. Die Verlängerung wurde angepfiffen und das könnte jetzt hier nochmal richtig dramatisch werden. So, wir nehmen jetzt die Spieler einfach mal auch so ein bisschen mit. Ah, nein. Die Bayern mit dem Ballverlust. Nicht gut. Florian Kommt her. Bilic. Jetzt versuchen sie über außen zu kommen. Das ist immer ein bisschen blöd, bisschen tricky alles. Tolles Guckt euch das mal an, wie frei er da steht. Ich meine, okay. So wird's abgepfiffen, abseits. Ist dann auch abseits, aber sowas kann, wie gesagt, ganz schnell nach hinten losgehen. Wir haben jetzt nochmal den letzten Wechsel getätigt. Na, da habe ich ein bisschen geträumt. Aber das kann schon mal passieren hier in der Verlängerung. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Meine Güte, die kombinieren sich hier wieder ganz locker durch. Die Fahne ist oben. Achso, wieder abseits. Okay, auf abseits können wir ganz gut im Augenblick spielen. Ey, ich sehe mich schon, wenn wir im Elfmeterschießen sind, dann kann ich euch direkt sagen, das werden wir verbocken. Das werden wir verbocken. Und Thiago. Das wird nichts. Tolisso. So, ich versuche mich jetzt hier eiskalt nochmal irgendwie so ein bisschen durchzuspielen. Ach, abseits. Ach, das gibt's doch einfach nicht. Puh. Man merkt vielleicht, dass ich nicht der Profi vor dem Herrn bin. Das sind alles so kleine Kinderkrankheiten, an denen wir hier scheitern werden. Abseits und Elfmeter werden wir auch verbocken. Oder solche Pässe hier, wo du so denkst, ja. Und dann fangen sie die ab. Die müssen natürlich in den Raum kommen. Das ist mir schon klar, dass ich da eher so steil passen muss. Und nicht direkt. So. Gib ihm. Was war jetzt? Achso, jetzt ist. Ich denke ihm, hä? Willst du mich verarschen? Das kann doch kein Abseits sein. Was willst du von mir? So. Das wird. Ey, entweder wir kriegen hier irgendwie in der 120. noch einen reingesetzt. Oder wir werden sowas von im Elfmeterschießen abkacken. Im Elfmeterschießen war ich erstens sowieso noch nie so gut. Und zweitens. Muss ich dazu auch sagen. Dass wir hier bei FIFA 20 halt, wie gesagt, ich spiele hier meine erste Verlängerung gerade und Elfmeterschießen hatten wir da tatsächlich auch noch nicht. Na, ja. Jetzt müssen wir uns irgendwie so ein bisschen freispielen hier einfach. Vor allen Dingen mal einfach. Wäre das so einfach, würden wir hier schon wieder führen. Ah. Ja. Wie kombinieren wir uns denn hier am besten durch? So vielleicht? So, so, so. Ich versuche jetzt hier so ein bisschen. Nee. Nee. Da habe ich versucht, ein bisschen schnell zu machen. Hat auch nicht viel gebracht, weil meine Spieler noch nicht ready waren. Da spielt er mich ganz locker. Kann ich aber auch. So, und jetzt gehen wir einfach mal schnell durch die Mitte. Ah, das sind immer so Pässe. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Die pennen ja ein, die Pässe. Gib mir doch mal was Besseres hier. Da ist es vorbei. Und jetzt Elfmeterschießen. Ich habe absolut keine. Ich habe keine Ahnung von Elfmeterschießen hier in FIFA 20. Das kann nur nach hinten losgehen. Wir lassen es einfach mal so. So, ziele mit L. Drücke und halte Kreis, um deinen Schuss aufzuladen. Die Größe der Anzeige steigt je nach Schusskraft. Ich glaube, einen Elfmeter habe ich hier tatsächlich schon mal gehabt. Das kommt mir bekannt vor.
Eingeblendet, drücke Kreis, okay. Das wird nichts. Ich kann euch sagen, das wird nichts. Warte mal, wenn ich jetzt hier so... Ich werd's ganz locker. Verzeiht mir, aber ich werde jetzt hier mal... Scheiße, scheiße. Umso länger ich da hinhalte, umso... Guckt euch das mal an, der wackelt immer. Wow, wow, ne, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den halte ich. Ja! Habe ich den gehalten? Den habe ich gehalten, oder? Was war denn da? Oder war der drin? Hä? Das macht mich jetzt hier ein bisschen kirre. Hä? Ich, ey, beim besten Willen. Okay, den hätte ich im Leben nicht gekriegt. Ich bin zur anderen Seite weggesprungen. Ich muss jetzt hier erstmal irgendwie einen normalen Ball versuchen, irgendwie hinzukriegen. Okay. Okay, ich muss da irgendwie ganz locker bleiben. Ich darf dabei nicht verkrampfen. Na, Mann, ey, die schießen da tatsächlich alle nach rechts. Das gibt's doch nicht. Also auch wenn ich jetzt wieder nach rechts schieße, dann hält er den, oder? Soll ich es mal hier probieren? Ey, das macht mich fertig mit diesem Ding hier. Den hat er gehalten, ey, zum Kotzen. Da wollte ich endlich mal... Nee, ich bleib dabei. Ey, die schießen alle nach rechts, ich könnte so kotzen. Gut. Haben wir es verbockt. Ich hätte mich auch ein bisschen besser anstellen können. Ja, aber und der Profi hat 5-1 gewonnen, ey. Wie kann das denn sein, dass wir der Weltklasse so abkacken? Aber gut. Das war's erstmal wieder. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Spiel trotzdem wieder mit dabei. Ich bin raus und verabschiede mich. Und bis zum nächsten Mal sage ich einfach mal Ciao.